Ja, liebe Freunde, damit begrüße ich euch hier zu Folge 100 des Hexit-Projektes. Und wie ihr seht, starten wir diesmal im Hauptmenü, denn ich habe mir was überlegt. Ich habe mir anfangs überlegt, mit ein paar Leuten, also dass ich die Map auf dem Server mache, aber dann war die Idee vielleicht auch nicht so in Ordnung. Da ja das eigentlich ein Single-Projekt bleiben soll. Und da muss ich mal mein Mikro jetzt näher hin tun. So. Und dann habe ich mir einfach überlegt, machst du ein Special und spielst jetzt hier einfach mal die Hexit-Folge, also die soll jetzt etwa so 30 Minuten lang werden. Ich gucke hier auf meine Uhr. Machst doch einfach mal hier mit dem Xbox 360 Controller. Denn ich habe mir einen geholt, denn ich habe mir ein paar Spiele zugelegt für den Controller. Ich bin ja eigentlich nicht so der Controller-Typ. Aber hab ich gedacht, ja, so als 100-Folgen-Special machst du das jetzt einfach mal. Wie ihr schon seht, die Steuerung von der Maus wird jetzt alles über den Controller gemacht. Und das Lustige ist, ich muss hier erstmal hier Einzelspieler treffen und dann auf LP. Nein. Na, so. Nein. So. Gut. Joinen wir mal. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht allzu behindert wird. Ich muss jetzt hier mal, ich glaube M muss ich selber drücken, okay, das ist jetzt scheiße. Okay, M muss ich jetzt noch auf der Tastatur drücken. Aber hier jetzt die ganze Steuerung, also laufen und so. Boah. Wird jetzt alles mit dem Controller gemacht. Boah, warum ist das so ruckelig? Boah, guckt euch an. Warum ist das so ruckelig? Ich weiß nicht. Also entschuldigt das. Ich weiß nicht warum. Muss man... Okay, das mache ich jetzt mal kurz mit der Maus, weil ich muss hier mal kurz was einstellen. Faustsync mache ich mal aus. Ist das denn anders? Nein. Sichtfeld ein bisschen umändern. So. Okay, so kann man ja hier gar nicht einstellen. Wie ist es jetzt? Okay, schon anders. Okay. Okay, jetzt sieht das Haus aber so klein aus, weil ich das Sichtfeld so klein gemacht habe. Mach ich es mal auf 90. Mein Controller macht einen Abgang. Ja, okay, kann man lassen. So. Ich versuche jetzt hier mal mein Bestes. So. Oh Mann, oh Gott. Also, ihr könnt mich natürlich in den Kommentaren auslachen, wie ihr wollt, aber ja, ich bin jetzt wie gesagt nicht so der Controller-Typ. Okay, das funktioniert ja schon mal alles. Mal gucken. Das funktioniert auch, das funktioniert auch. Kann ich das dann auch essen hier so? Nicht? Ach so. Alles klar. Zumachen. Und dann würde ich mal sagen... Es gibt ja hier Leute, die spielen das ja... Es gibt ja Minecraft, glaube ich, auch hier für die Xbox 360. Aber ich kann es nicht verstehen, wie man so spielen kann. Ich versuche jetzt einfach mal... im Nether. Ich kenne mich hier überhaupt nicht mehr aus. Ah doch, ich glaube, ich muss hier runter. Okay, das war falsch. So. Ah ja, ich muss hier hin. Genau. Warum liegen hier Blöcke? What? Ah, genau, so kann ich wechseln. Und das kann ich immer noch nicht abbauen. Weil das baue ich nicht. Ne, geht nicht. Alles klar. Aber ich frage mich, warum hier Blöcke rumliegen. Aber das kann ich... Was ist denn da drauf, bitte? Effizienz 4, 5. Ja, okay. Das Holz. Nein, ich will das da wegmachen. Warum ist hier Holz?
Komm, mach schneller. Okay, ich glaube, das setze ich dann jetzt einfach mal hier wieder hin. So. Oh. Das war schon so. Alles klar. So. Mit der Steuerung ist... aber ich denk mal, so schwer ist die jetzt eigentlich gar nicht. Und wenn man... ist das eigentlich mit der Maus eigentlich auch so? Also wie ihr seht hier mit der Maus, ich musste die Empfindlichkeit extrem runterstellen für den Controller. Jetzt liegt sie glaube ich so bei 60, 70 rum im beim Controller, und bei der Maus habe ich immer so 150, 160, weil ich bin immer extrem faul, meine Maus zu bewegen. Oh. Deshalb habe ich die auch immer so hoch. Bei anderen Spielen eigentlich auch. Außer bei Shooter, da habe ich es mal ein bisschen niedriger. Aber ich denke mal, dass wir jetzt wieder zurückgehen. Und ich habe mir schon überlegt, hier das Haus umzubauen. Aber das wollte ich eher offline machen. Da wir, weil ich ja gesagt habe in der letzten, ach nee, das habe ich ja nicht gesagt. Ja, nur was zu der letzten zwei Folgen, da war ich einfach zu noobig und habe mein Mikro nicht aufgenommen. Ist natürlich sehr schlau von mir. Und da habe ich zum Schluss gesagt, dass ich mich mehr so um die Hexensachen informieren möchte. Und dass es dann auch mehr so... dass es dann auch mal darum geht, was weiß ich, Hexensachen zu craften oder die auch zu benutzen. Weil wir haben ja... ich kann mal kurz runtergehen. Wir waren ja mal in so einem Dorf und da war so ein... wie nennt man das? So ein Gieß-Dingsbums da. Jetzt müssen wir bloß gucken. Nein. Nein. Oh, scheiße, war gar nicht mehr so einfach. Nein. Ich glaube hier drin. Genau das hier. Haben wir da gefunden. Ich glaube, ich muss die Steuerung muss ich jetzt noch ein wenig runtersetzen. Hier. Mausempfindlichkeit war mal auf 50. So. Ach ne, das ist die Maus. Okay, das ist die Maus vom PC. Da müsste ich das jetzt umstellen, habe ich aber keine Lust zu. So. Deshalb, also wenn ihr das natürlich wollt, wenn ihr das jetzt irgendwie lustig findet, ups, dann könnte ich das natürlich auch öfters machen. So. Müsste ich halt immer die ganze Zeit meinen PC umstellen und... aber das ist kein Problem. Jetzt. So. Also ich kann Leute nicht verstehen, die das hier auf dem Controller zocken. Das ist ja mega umständlich. So. Ja, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass... oh. Okay, so wechsle ich Perspektive. Dass ich mich mehr hier um diese Sachen kümmern möchte. Also um das hier. Was es alles so ist. Hier die Phönixfetter zum Beispiel. Oder gerade das hier, das Alka-Hest. Oder hier diese Spiegel. Die Magic Mirrors. Da wollte ich mich ein bisschen informieren. Und dass wir dann da auch... dass wir dann noch da mehr machen können. Dass wir dann mehr craften, was mit Hexe zu tun hat. Hier vielleicht etwas gießen, was er damit zu tun hat. Und dass wir halt diese Hexe-Sachen auch benutzen werden und nicht einfach nur jedes Mal hier in die Kiste tun und einfach nicht benutzen. Das ist ja dann irgendwie dann auch scheiße. Oder was... zum Beispiel hier dieses Ding macht hier, dieses da. Boah, ich muss die Mausempfindlichkeit eigentlich runterstellen.
Aber tja, also das habe ich dann noch gesagt am Ende der letzten Aufnahme. Habt ihr ja leider nicht gehört, da habe ich ja vergessen, mein Mikro aufzunehmen und da wollen wir auch noch hin. Ja, ist in Ordnung. Oh, die Maus, ey. Ich bewege es nur 1 Millimeter und dann ist das Ding weg. So. Gut. Was könnten wir denn machen? Ich würde sagen, erstmal schlafen. Hallo? Hä? Hallo? Ah. Und mein Handy war wieder auf laut. Alles klar. Jetzt hat mich jemand auf Facebook angeschrieben. Oder? Okay. Und falls es euch aufgefallen ist, ich weiß ja nicht, das habe ich auch in der letzten Folge noch gesagt, das habe ich danach noch gemacht, ich habe ein bisschen Terraforming betrieben und habe hier so alles mal auf eine Ebene gebracht, habe hier dann noch wieder Bäume gepflanzt und jetzt ist halt alles so ein bisschen, ja, wie soll ich da, wie sagt man da dazu? Das ist jetzt so, passt jetzt halt formal, also förmlich halt hier in die Landschaft. Und ja, so baue ich ab. Hier die Steine, das müssen wir auch noch umändern. Auf jeden Fall, jetzt ist die Frage, soll ich hier nach Folge 100, bevor ich dann die nächste Aufnahme bestarte, das ganze Haus umbauen? Weil das gehört ja jetzt eher nicht zu Hexit. Das ist ja dann auch völlig nebensächlich, ob ich das dann auch in der Aufnahme mache oder nicht. Und dass er dann, dass ich dann da gerne mal ein Dach drüber hätte. Der Controller ist so scheiße. Das ist jetzt halt die Frage. Aber dann würde ich jetzt einfach sagen, dass mal ein bisschen Spaß ist. Controller. Suche ich mir jetzt hier mal einen Turm, wie zum Beispiel den hier, wo wir anscheinend noch nicht waren. Oder was ist das da? Ist das so ein, ah ne, ist kein Eingang. Deshalb würde ich jetzt ja einfach mal sagen, teleportieren wir uns mal hier hin. Auf Höhe 80. So. Okay, das geht jetzt mal gar nicht. Wie soll ich denn gleichzeitig springen und mich bewegen? Ich muss einmal um das Piratenschiff rum. Weil ich möchte gerade nicht wissen, wie ich meinen Controller halte. Weil ich muss... Ich muss A drücken zum Springen. Hier mit dem rechten Joystick bewege ich mich so. Und mit dem linken bewege ich mich nach vorne und hinten. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, was ich gerade drücke. Falls ihr selber einen Controller daheim habt, probiert es mal aus. Oh Mama. Warte. Wie soll ich denn jetzt gleichzeitig noch schlagen? Oh, jetzt habe ich es weggeworfen. Oh Gott. Hier. Oh. Das ist unmöglich. What the fuck? Beweg dich. Alter. Komm her. Komm her. Aber. Komm her. Komm her. Komm her! Oh Mama!
Ja? Oh. Mama. Nein! Alter. Das ist abnormal schwer. Lecco mio. Lol. Ist da unten jetzt ernsthaft eine Spinne? Tatsächlich. So. Oh ja. Oh ja. Oh. So. Ich komm hier, komm schon. Das spawnt immer mehr. Alter. Lass mich doch mal in Ruhe. Alter. Oh, Scheiß. Okay, das ist mit dem Controller fast unmöglich. Lass mich jetzt da rein. Verdammte Hurenaxt. Komm jetzt her. Jawohl. Jawohl. Nein, nein, nein. Ja, ja. Ja, das da. Jawohl. Komm her, komm her. Oh, leck, komm her. Okay, eins kann ich euch sagen. Ich gehe nicht bis ganz nach oben. Alter. Hä, wie muss ich denn da? Ah. Will wohl niemand, oder? So, den Turm werde ich wahrscheinlich machen. So. Was? Nein, nicht halbieren. So. Alles klar. Wie kann ich jetzt nochmal droppen? So, glaub. Nee, so. Was? Nee, so. Ah, okay. Oh Mama, oh Mama. Oh, geh da rein. Geh da rein. So, essen. So. Oh. Komm her, komm her. Oh, oh. So. Soll ich das da nehmen und dahin tun? So. So. Ah! Lol. Was? Nein. Komm her. Komm her. Komm her. Was? Oh, steck aus, falsche. Das ist cool. Bullshit.
Das leckt mich doch. Das ist ohne Spaß, Leute. Auch wenn es mir nicht glaubt, das ist scheiße schwer. So. Boah, ich höre doch hier nur Gewusel und was weiß ich was. Das ist Nummer 1. Wo bist du? Wo bist du? Leck mir noch die Eier. So. Wo? 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 Woher? 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 Boah, Leute. Oh, Giftspinne. Ja. Ah, Mama! Nice, was? Nein! Oh ja. So, wie mach ich's auf? So, nein, so nicht. Nein, so auch nicht. So. Oh, das hole ich jetzt kurz mit der Maus raus, ey. What? So. Was ist das jetzt? Nein. So. Jawohl. Okay, weiter geht's. Mama. Fick dich doch. Oh. What? What, lol. Wo, oh, oh, Alter. Ich muss die Dinger hier erst abbauen. Oh. 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 Wo bist du? Woher? Leco mio. Fuck, Viech, ey. So. Und so. So. Leute, ich hab ein Diamant Gyron Sword. So. Weg. Nein, weg. 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 Mann. Weg. Puh. Das. Wo ist das Skelett? Wo ist das Skelett? Boah. Ne, hier war es auch nicht. Bin ich mal glatt durchgefallen. Oh, jetzt war das schon wieder ein Loch. Alter, das ist scheiße. Scheiße, anstrengend. Oh, das ist ein normales Viech. Boah, ey. Nee, komm her, ich will nicht mehr. Oh. Essenzen. Nein. Tu ich jetzt einfach mal hier rein. Oh. Jetzt hat das Viech mich runtergeschmissen. Oder was? Nummer 1. Oh ja, also an alle, es macht richtig viel Spaß. Miau! What the?
the shit? What the shit? Alter. Ich will was essen. Ups, halt nicht schlagen. Halt, was essen. Vielleicht müsste ich auch mal die Tastenkombination umlegen. Vielleicht wird's ja dann besser. Weiß ja nicht. So. Oh Mann, nein, nein, ja. Ich krieg das Ding noch, ja. Also die Einzige, die letzte Ebene mache ich nicht. Alter Schreck. So. Den Tower Battle, den Typ da, den mache ich ganz sicher nicht. Das sind Skelette. Da ist ein Zombie. Da sind noch ein Zombie runtergefallen. Da sind ganz viele Zombies. Da sind ganz viele Zombies. Da sind ganz viele Zombies. Und ich glaube, ich muss... Ich glaube, ich muss die... die Joysticks muss ich umändern. Dass ich auf dem rechten Lauf... Und auf... Und auf dem linken die Sichtsteuer. Glaube ich, finde ich besser. So. Zombie. So, Lorn nehmen wir auch mal mit. Ist jetzt runtergefallen. Mann. What? Hier ist Lawn. Dann schmeißt man das da mal raus. Fick dich doch, du Scheißviech. Lol. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Puh. Alles klar. Was habe ich denn überhaupt bekommen? Wasseratmung. Und Wasseratmung. Hör auf. Hör auf. Stopp. Mann! So jetzt. Ich muss das raus. Ne, muss ich nicht. Gut. Ich glaube letzte Ebene. Ich glaube, du musst dich dann wirklich. Oh, oh, oh! Also wenn du dich, glaube ich, so, keine Ahnung, vielleicht 2 Stunden eingespielt hast. Und vielleicht die Steuerung etwas umänderst, glaube ich, dass es schon geht und dass es dann auch Spaß macht. Weil wenn man, sobald man halt die Steuerung kapiert hat, ist eigentlich recht einfach. Oh, fick dich doch. Ich habe keinen Platz mehr. Okay, ganz schlechte Position. Okay, wegwerfen. Alles wegwerfen. Damit wir hier das da auf... Oh! Alter, ohne Scheiß jetzt. Alter, wie viel kommt da runter? So, weg.
Muss ich wieder irgendwas rausschmeißen? Das da. Oh Mann, ja, okay, aber wirklich so langsam versteht man's. Nach einer Zeit. Alter, what the shit? Skeleton, ich höre dich. Miau, ich will da hoch. So, jetzt. Was kann ich denn rausschmeißen? Zwei Pfeile, braucht kein Schwein. So. Aua. War das gerade... War das gerade wirklich ein Skelett mit Zombie-Kopf? Oh, oh. Aua. Aua. Aua, 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 aua. Au. Alter, springt die mich an. Komm her, komm her. Jawohl. Das ist immer noch durchlässig. Ich habe einen Zombie gehört. Und die halbe Stunde ist jetzt eigentlich vorbei. Aber ich mache jetzt noch ganz kurz den Battle... den Tower hier fertig. Deshalb... Ich muss jetzt hier wieder irgendwas wegwerfen. Weil ich kann doch das da... nehmen und rausschmeißen. Lol. Drei Zombies. Vier Zombies. Alter, uncool. Nein, so ist man. So. Okay, alles cool. Alles cool. Wie mach ich ihn zu? So. Jetzt bin ich schon wieder nach unten gefallen. Ich habe ein Schwert weggeworfen. Das war natürlich sehr schlau. So. So. Alles weg. Alles klar. Okay, warte mal. War ich jetzt hier schon? Ja. Gut. So, und eins nach oben und ich glaube, das ist das letzte, oder? Ja. Gut, dann passt es auch so in etwa. So und so. Und jetzt muss ich mal kurz auf die Map gucken. Wie weit sind wir den Weg? Eigentlich nicht so weit. Map kann ich glaube ich auch schließen. Ah. Bloß ich habe glaube kein Holz dabei, ne? Dann würde ich sagen, was ist hier für diese Folge? Und wie fliegt? Oh, 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 oh. Okay, alles cool. Und was ist hier für diese Folge? Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Und ich fliege in die falsche Richtung. Dann würde ich sagen, starten wir nächstes Mal dann wieder am Haus bei und starten dann
in die dreistelligen Folgen, ja. Ich hoffe natürlich, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Und ja, ich hoffe natürlich auch, euch hat so das Bestliche gefallen. Ich habe mir echt lange überlegt, was ich jetzt machen soll. Ob ich jetzt doch dann das mit dem Server machen soll oder doch jetzt hier mit dem Joystick. Dann habe ich mich doch hier für den Joystick entschieden. Denn ich finde es einerseits ganz lustig so zu spielen. Und ja, vielleicht ist es ja auch lustig hier zuzuschauen. Wer weiß. Okay, hier ist nichts Interessantes drin. Ja, sollte die Folge auch nicht so lang sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und ja, bis dahin. Tschüss.